Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Es geht weiter mit Mission 5, das Weiße Haus. Und ja, ich habe jetzt mal zwischenzeitlich ein bisschen die Hotkeys umgestellt. Es gibt aber eine Ausnahme, die ich nicht belegen konnte. Ist ein bisschen doof, das ist mit das, was ich am häufigsten brauche, und zwar Einheiten, Gruppierungen zu setzen, so Gruppe 1, 2, 3, 4. Das lässt sich nicht umlegen auf den Zifferblock, also warum auch immer, beziehungsweise es ist gar nicht in den Optionen mit dabei, ist um zu belegen. Aber alles andere habe ich mir ein bisschen für mich passender zurechtgelegt, von daher sollte es jetzt ein bisschen angenehmer sein. Okay, Weißes Haus und so. Showdown in DC. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Tja, Commander, Sie haben fabelhafte Arbeit geleistet. Aber Sie haben noch eine Schlacht zu gewinnen. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Vom taktischen Standpunkt her hat es für uns bloß Symbolwert. Aber unterschätzen wir in diesem Krieg nicht die Macht der Wahrnehmung. Wir zeigen der Welt, dass wir die Blutung gestoppt und Nott unter Kontrolle haben. Aber ich sollte Sie warnen. Nods Elitetruppen kämpfen mit Stealth-Einheiten. Sie sollten also zuallererst die Störtürme ausschalten. Denn so enttarnen sie den Feind. Viel Glück, Commander. Alles klar. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Naja, Nod, wie es leibt und lebt. Nod, wie es schon immer war und wie es immer sein wird. Die über dem Weißen Haus gehissten Nod-Banner waren ein schwerer Schlag für die Moral der GI-Truppen. Sie müssen dieses Symbol der Freiheit zurückerobern. Da Nod in der Nähe über einen Bereitstellungsraum verfügt, haben sie die Chance, ein großes Lager modernster Nordwaffen zu vernichten. Also wirklich eine Waffenkammer quasi. Schalten sie zunächst mit einer kleinen Armee die Luftabwehr aus. Anschließend verwandeln ein Firehawk-Geschwader aus Langley die geparkten Militärfahrzeuge in einen... brennenden Haufen Schrott. Ah, okay, ich dachte schon fast, ich hätte irgendwas falsch gelesen zwischenzeitlich. Greifen Sie dann den Notstützpunkt vor dem Weißen Haus an. Ab geht's. Mhm. Empfange Nachricht. Ui. Die Nordtruppen sind zu zahlreich für einen Angriff. Schalten Sie Ihre Luftabwehr aus, damit Sie Luftunterstützung von der kürzlich eroberten Langley Air Force Base anfordern können. Was ist, wenn das unzulänglich ist? Ach, was weiß. Okay, zuerst die Dinger. Machen wir mal links und rechts. Jede Menge Avatare. Oh nein. Ey, ich bleib dabei. Ja, jetzt mittlerweile habe ich ein paar Sachen echt angenehm für mich gemacht. Ich kann echt keine Kontrolle. Ich weiß nicht, warum das nicht dabei ist. Alles Mögliche kann man einstellen, denn. Also man kann ultra detailreich einstellen bei Hotkeys, aber man kann die Kontrollgruppen nicht umstellen. So, alles klar? Empfange Nachricht. Die Luftunterstützung braucht ein Ziel. Markieren Sie es mit der Luftangrifffähigkeit der Firehawks. Ach da. Ziel wählen. Ab geht's. Luftunterstützung nähert sich. Ziel in Sicht. Schickt sie zur Hölle, Jungs. Hui. Ziel zerstört. Kehrt zur Basis zurück. Das ist aber ein bisschen größerer Radius gewesen als der Kreis, den ich gesehen habe. Verstärkungen eingetroffen. Alles geskriptet hier. Empfange Nachricht. Nott hat vor dem Weißen Haus einen Stützpunkt errichtet. Zerstören Sie die Produktionsgebäude, um das Gebiet zu sichern. BMT erwartet Befehle. Wunderbar. Der Stützpunkt ist einfach verschwunden. Einfach so? Das ist ein Zaubertrick. So. Ich habe jetzt auch einen Quickslot, alle Truppen auszuwählen. Das ist durchaus praktisch. Nott tarnt seinen Stützpunkt mit diesen Störsendern. Wenn wir sie zerstören, ist ihr Stützpunkt verwundbar. Also sind wir mal ehrlich. Wir spielen die GDI. Wir brauchen keine Kontrollgruppen. Wir brauchen bloß alle Mammutpanzer auswählen und Angriffsbefehl auf Basis. Das ist alles, was wir brauchen. Und bei allen Truppen, da zählt der MBF dazu. So, achso, du machst dich sofort. Ich dachte fast, ich darf es noch auswählen. Egal. Okay, Bonusziele aller Art, ja. Nordkraftwerke. Postieren Sie den markierten. In den Gebäuden. In den markierten Gebäuden Scharfschützen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. BMT, wie ist der Plan? So, in die BMTs kommen wir die Raketentruppen rein, dabei bleibt man. BMT erwartet Befehle. Es kann losgehen. Commander? Gucken wir mal, ob wir zumindest schon mal Panzer machen können jetzt. Die Predators zumindest. Wäre ganz schön. Und ja, wie schon gesagt, es gibt keine Walker mehr. Zumindest die. Also in sich in der Lore schon noch ein paar. Aber größtenteils hat die GDI. Neue Bauoptionen.
was Militär angeht, sich von den Walkern wieder verabschiedet und geht jetzt wieder auf Kettenfahrzeuge aller Art, Ketten- und Radfahrzeuge. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Das heißt, statt jetzt irgendwelcher Werwölfe haben wir jetzt eben die BMTs, statt Titan haben wir jetzt die Predator-Panzer, statt dem Mammut MK2 haben wir jetzt die alten Mammut-Panzer wieder. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Und so weiter und so fort. Was brauche ich für Scharfschützen? Ein Arsenal. BMT, wie ist der Plan? So, was ich mir auch belegt habe, ist, mal gucken, ob es funktioniert, wenn ich das jetzt drücke. Unterwegs. Und so. Dann Rückwärtsfahrt, jawohl. Mal gucken, vielleicht wird sich das hier und da mal als nützlich erweisen. Commander, wir stellen für diese Mission Predator-Panzer bereit. Yay! Ihrer Waffenfabrik. Gebaut. Na also. Der Predator ist im Kampf gegen die Gebäude und Fahrzeuge der Bruderschaft äußerst effektiv. Das glaube ich. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Predator bereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbildung. Es sind nur zwei, die wir brauchen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Erwarten Befehle. So, das ist der Predator-Panzer. Predator bereit. Hui. Unterwegs. Predator-Crew bereit. Wen sollen wir neutralisieren? BMT erwartet Befehle. Du lässt dich mal reparieren, bitte. Unterwegs. Wie kommt man darüber? Unzureichende. Haha, erwischt. Au, 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 au. So. Keine Panik auf der Titanic. Ich bräuchte mal einen Sammler wieder. Abgebrochen. Was sehen Sie? Bau abgeschlossen. Gegner in der Nähe. Ach, da braucht man nicht. Passt. Roger, rücken jetzt vor. Da verdecken wir schon die Flanken hier. Auf zum Tiberiumfeld. Ey! Wir graben uns hier ein. Bonusziel erreicht. Wird gebaut. Gerne doch gemacht. Einheit wird angegriffen. Das andere Bonusziel war, dass ich Kraftwerke hier ausschalte, nicht wahr? Ja gut, sollte schon gehen. Au, 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 au. Hi! Da kommt ein bisschen was. Ha, hab ich hier auch belegt. Reparieren. Okay. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wir können echt noch ein weiteres MBF machen. Interessant. Dafür können wir keine Landvermesser machen. Die gab es eigentlich auch noch. Unsere Basis wird angegriffen. Auf Empfang. Panzerdivision ausrücken. Nähere mich Ziel. Okay, erwarten hat gereicht. Befehle. Ernsthaft jetzt? Ausbildung. Ich muss mal sorgen, dass wir ein bisschen klären. Dann ist halt wirklich die Frage, Predators in Kombination mit Pitbulls vielleicht, dass wir Luftabwehr dabei haben, oder in Kombination mit MBTs zusammen mit Raketentrupps. Da hätten wir auch eine gute Luftabwehr dabei. Dann haben wir natürlich nicht so viel gegen Infanterie, aber die können wir einfach überfahren. Klassiker. Damit werden wir sie los. Erwarten Befehle. Das heißt, ich würde gerne nochmal so ein bisschen MBT-Raketentrupp-Kombination machen wollen. Hui, und weg. Einsatzbereit. Genau, zur Basis springen habe ich mir auch belegt. Wunderbar. Funktioniert auch. Wenn ich jetzt bloß noch belegen könnte, dass ich, wie gesagt, hier Truppengruppierungen machen kann. 1 bis 3 würde mir schon reichen. Dann wäre ich total glücklich. Granaten entsichern. Wir räuchern sie aus. Sie haben keine Chance. Ah, Kompositpanzer. Was können wir denn so machen an Upgrades? Im Arsenal. Ja, alle Infanteristen, Raketentrupps, Grenadiere mit Kompositpanzern. Verbessert Panzerung und erhöht die Zahl der Trefferpunkte. Bringen wir es hinter uns. Auf sie! Auf sie! Unterwegs! Obwohl, weil ich ja gesagt habe, ich habe nicht viel gegen Infanterie. Ich meine, unsere BMTs machen trotzdem mit dem Hauptgeschütz ganz gut Schaden gegen Infanterie. Raketentrupp kampfbereit. Raketentrupp, aufgepasst! Truppentransporter. Ausbildung. So, dann haben wir eine kleine schöne Truppe, mit der wir dann vorstoßen können. Das Tiberiumfeld könnte auch mal ein bisschen mehr abwerfen.
Predator bereit. Sind bereit. Ausbildung. Commander, haltet durch. Ja, komm nicht weit. Alles klar. Predator bereit. Einheit wird angegriffen. Hier, fang! Hui. Rücken vor. Sie sind da drin. Okay, dann haben wir doch so langsam eine schöne kleine Truppe, mit der wir arbeiten können. Dann würde ich mich nochmal da drüben durcharbeiten. Wisst ihr was? Dafür machen wir doch mal fast einen separaten MBT nur mit Grenadieren. So, dann müssen wir alle beide geräuschig kriegen. Wunderbar. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich gehe jetzt rüber, tue die mal in den BMT mit rein. Ausbildung. Was macht der Wurfarm? Predator Crew bereit. Predator bereit. Aufgepasst. Gruppentransporter. Damit räumen wir jetzt mal die Gebäude da vorne. Sind bereit. Verstanden. Dann haben wir hier noch eine Truppe, die dann mit zuschlägt. Okay, ich glaube, das Räumen bräuchten wir da unten auch mal. Wenn ihr schon ein bisschen dreist hier, ich müsste die, glaube ich, mal ein bisschen früher abschießen. Hui. Wie auch immer die da aus den Schießschatten rauswerfen, ihre Granaten. Da muss ich wirklich die Frage zurückstellen. Ja, was macht der Wurfarm eigentlich? Gruppentransporter. Predator Crew bereit. Es kann losgehen. Operation läuft. Ausbildung. Auf Empfang. Panzerdivision ausrücken. Find's sowieso lustig. Ich gab schon einige Analysen bezüglich Grenadiere in Videospielen, wie sie Command & Conquer mal darstellt. Dass es halt wirklich diese Darstellung ist, wie es eigentlich noch zur napoleonischen Zeit war, dass man wirklich Einheiten hat, die wirklich eine dicke Granate in Formation werfen. Wir haben Kontakt, Sir. Ja. Ich meine, klar, alle Arten von Infanteristen haben natürlich Granaten dabei, aber rein spezialisierte Grenadiere, die nichts haben als einen ganzen Beutel voller Granaten nur zum Werfen, ist ein bisschen seltsame Darstellung. Vor allem dann noch, wie es bei Tiberian Sun war, die ja wirklich solche ganzen, so ganze Minen regelrecht werfen, solche Mega-Discs. Deswegen, ich fand mal die Kritik gar nicht mal so schlecht, dass viele Spiele viel mehr auf Grenadiere im Sinne von Truppen mit Granatwerfern setzen könnten. Dass das mal eine taktische Darstellung ist, die vielleicht ein bisschen besser ist, statt einfach nur Einheiten, die auf 200 Entfernungen ihre Granaten werfen. Panzerdivision ausrücken. Gruppentransporter. Gefühlt. Sind bereit. Ich meine, Reichweiten sind sowieso nicht richtig realistisch meistens dargestellt in Command & Conquer Spielen. Unterwegs. Ja gut, in den meisten ATS, das wird einfach nur... Ich meine, dafür gibt es ja dann wirklich solche Wargames, wenn man vollen Realismus haben will. Und das ist dann oftmals im ganz anderen Scale. So, zack, da räuchern wir uns mal hier durch und holen uns die Kraftwerke. Easy peasy. Wir müssen die auch zerstören, nicht wahr? Zerstören, gut, nicht, dass da steht erobern. Ja, easy, sage ich euch. GGEZ. Ah ne, wir brauchen keine Silos, wir brauchen mehr Panzer. Ausbildung. Und ein bisschen mehr davon. Bonusziel erreicht. Raketentrupp einsatzbereit. Och, wir hatten da keine Energie mehr. Raketentrupp einsatzbereit. Das kriegen wir ja Railguns, ja natürlich, aber das so schnell kriegen wir die nicht. Och, die schwarze Hand. Bloß blöd, wenn es keine Infanterie zum Rüsten hier gibt, nicht wahr? Au, 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 au. Okay, das ist eine ganze Menge Infanterie. Wir fahren mal drüber. Hui. Los, Leute, das ist Ausflug. Warte mal, was ist denn hier los? Hornissennest oder was? Ich mach die Gebäude mal fokussiert kaputt. Ah, da hinten ist der Bauhof. Den. Nein. Unterwegs. Vernichtet sie. Falsch anvisiert. Kriegen wir das noch? Wir haben Kontakt, Sir. Zum Angriff. Nachladen. Könnte knapp werden. Shit, das könnte wirklich knapp werden. Shit. Ziel bestätigt. Feuerzone bestätigt.
Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Könnte ich. Nee, ich darf keinen Luftanhalten bauen. Shit! Haben Sie im Visier? Ich hätte noch was verschanzen können. Andererseits, Sie haben eh schwarze Hans. Das hätte nicht viel gebracht. Na, wartet. Operation läuft. Raketentrupp kampfbereit. Jetzt ist die Frage, hätte ich es eher geschafft, wenn ich mich voll auf die Gegner konzentriert hätte? Aber andererseits, ich wollte jetzt unbedingt den Bauhof zerstört haben. Das ist so beschädigt, dass den kriegen wir jetzt noch. Auf Empfang. Wäre ja wohl gelacht. BMT einsatzbereit. Ziel bestätigt. Ganz ehrlich, wir haben eh keine Luftanhalten als Gegner. Wir könnten auch Scharfschützenteams in die BMTs reinmachen. Unzureichende Mittel. Verstanden. Gruppentransporter. Sind bereit. Ziel bestätigt. Okay, genau. Locken wir die mal an hier. Panzerdivision ausrücken. Dann fahren wir nochmal drüber. Unterwegs. Ziel bestätigt. Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Genau. Jetzt mal kaputt machen hier bitte. Obwohl, hol dich da erst den Skorpion. So, dann hier. Ja, na also, Bauhof zerstört. Okay, vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr, wenn wir jetzt noch die Hand von Nord kaputt bekommen. Dann sind die Scharfschützen nicht mehr so wichtig, weil dann kommt eh keine Infanterie mehr. Wunderbar. Ja, besser. Da habt ihr gerade gehört, da war der Wilhelm-Scream. Oh mein Gott. Dass er es auch hierhin geschafft hat. Dürfte ich mal kurz erwähnen, wie übel nervig diese Infanteriemengen hier gerade sind. Ich meine, die sind jetzt bald nicht mehr da. Das ist jetzt... Ziel bestätigt. Verstanden. Radiert sie aus. Oh mein Gott. Das ganze Gebäude hier noch voll. BMT erwartet Befehle. Ist das Gebiet sicher? Raketentrupp, aufgepasst. Ja, Sir. Marschbefehl bestätigt. Raketen bereit. Ja, Sir. Wie ist unsere Position? Ah, einen Scharfschützentrupp habe ich hier. Das ist doch auch schon mal gut. Dann hätte ich gerne noch mal einen Grenadier. Commander? Operation losgehen. BMT, wie ist der Plan? Commander, unterwegs. Operation läuft. Oh, jetzt kommt mir wieder ein Panzer raus. Unterwegs, unterwegs. Es kann losgehen. Commander, Grenadiertrupp bereit. Ich glaube, ich hätte wirklich früher mit den Scharfschützen da drin in den BMTs arbeiten sollen. Haltet durch. Operation läuft. BMT, wie ist der Plan? Bereit für Angriff. Halt! Nicht der mit den Scharfschützen! Auf sie! Auf sie! Wir kommen! Nähern uns Ziel! Operation läuft! Unterwegs! Zieht ihn ein bisschen! Unterwegs. Auf sie! Auf sie! Haltet sehr gut! Nein! Oh, der hat mit den Scharfschützen ausgerechnet! Na gut, die Gegner haben jetzt eh keine großartigen. Unterwegs! Haltet durch! Es kann losgehen! Commander! Unterwegs! Holt sie euch! Da hat sie keine großartige Infanterie mehr, wollte ich sagen. Minenfeld. Unterwegs. Absetzen. Von der Steuer oder was? So. Alle mal reparieren, dann gehen wir nochmal los. Oh, jetzt haben die schon wieder alles ihre. Ich hole mir wieder Predator. Das hört ja sonst nie auf hier. Nähern uns Ziel. Unterwegs. Haltet durch. Egal, jetzt machen wir das nochmal frontal. Unterwegs. Es sind jetzt keine schweren Einheiten dabei. Unterwegs. Operation läuft. Unterwegs. 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 Nieder mit ihm. Jawohl. Nähern uns Ziel. Feuer. Notmods kriegen wir schnell weg. Wir kommen. Macht sie fertig. Und jetzt machen wir noch die Waffenfabrik restlich kaputt. Auf sie. Och, der Schaden ist ja süß. Macht sie fertig.
Operation 9. So, Ruhe ist. Macht sie fertig. Ziel bestätigt. Unterwegs. Haltet durch. Zum Angriff. Unterwegs. Nieder mit ihnen. Haltet durch. Unterwegs. Feuer. Wunderbar. Operation läuft. Unterwegs. Und da drüben noch. Zum Angriff. Nähern uns. Machen wir noch die schwarze Hand weg. Ziel bestätigt. Da oben ist noch ein bisschen was, aber kommt über auf. Unterwegs. Geheimdienstdaten aktualisiert. Was haben wir denn jetzt wieder? Nordstützpunktverteidigung. Ja, genau, die arbeiten ja mit diesen lustigen Knotenpunkten. Dass man es hier nochmal sieht. So, bitteschön. Werden wir später, spätestens mit der Nordkampagne, werden wir es selbst sehen. Ach, das war's. Jawohl. Predator bereit. Und der Predator ist auch bereit. Guck mal, die GDI-Flaggen wurden gehisst. Erinnert schon fast immer an diese alten Zwischen... Das vermisst man ein bisschen tatsächlich. Das vermisse ich wirklich, dass es solche... Ich meine, klar, Command Conquer 3 hat immer noch die Zwischensequenzen mit den realen Schauspielern. Auch wenn da auch ein gewisser Charme verloren gegangen ist, muss ich sagen, im Vergleich zu den alten Sequenzen. Aber was ich wirklich vermisse, sind diese Render-Sequenzen mit, keine Ahnung, wie zum Beispiel mit diesen Flagge-Hissen, wo man einfach so sieht, wie so ein GDI-Soldat hier ins Gebäude geht und die Nord-Flagge verschwindet und die GDI-Flagge gehisst wird oder sonst irgendwas. Sowohl beim ersten Command & Conquer gab es ja immer solche kleinen Videosequenzen, und als auch bei Tiberian Sun. Und irgendwie vermisse ich diese kleinen Schnipsel, wo man immer so irgendwelche Militäraktionen von irgendwas sieht. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Aber gut, das war die Mission mit dem Weißen Haus, Mission 5. Na, oh, da hätten wir wahrscheinlich noch da oben rechts was kaputt machen müssen. Egal, haben wir wunderbar hinbekommen. Ja gut, ich glaube, wir kommen eh zur Auswahl zurück, oder? Ah, nicht ganz. Vor weniger als 24 Stunden wurde die nordöstliche blaue Zone noch von Nordtruppen belagert. GDI-Truppen wurden überrannt, ihre Kommandozentrale stand kurz vor dem Fall und die freie Welt stand kurz vor dem Abgrund. Aber ein mutiger Truppenkommander konnte einige Siege in DC erringen, die offensichtlich weitere GDI-Triumphe in der ganzen Welt nach sich gezogen haben. Es ist doch so, dass die Erfolge der GDI wirklich ermutigend sind. Sogar sehr, würde ich sagen. Wir kämpfen dort einfach um unsere Zukunft. Aber William, ich kann Ihrer Ansicht nicht zustimmen, dass der Ausgang dieses Krieges noch ungewiss ist. Es kann hier meines Erachtens überhaupt nur einen Sieg der GDI geben. Wir haben den Willen und die Unterstützung der Bevölkerung. Was will man mehr? Das Volk will unbedingt Rache. Auge um Auge. Und genau die werden sie bekommen. Scheint nur die Frage offen zu sein, können sie dieses Versprechen halten? Denn viele prominente Kriegsanalysten sehen in ihrer doch sehr mangelhaften Erfahrung ein ernsthaftes Risiko. Ich glaube an meine Generäle und Kommandeure. Es sind die Besten der Besten. Und ich bin sicher, sie verdienen nicht nur mein Vertrauen und das Vertrauen meines Ministeriums, sondern das Vertrauen des Volkes, weil wir für dieses Volk kämpfen. Wir kämpfen, um es zu beschützen. Das Untergraben des Vertrauens zwischen dem Volk und seinen Beschützern wäre, wie ich glaube, ein Fehler. Akt 2 beginnt jetzt. Ah. Commander, egal was Sie in den Nachrichten gesehen haben, glauben Sie mir, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir haben immer noch eine Reihe von blauen Zonen, die umkämpft sind. Der Ausgang ist offen, aber etwas anderes bedrückt mich. Kommen Sie. Im Verhör haben mehrere Kriegsgefangene immer wieder ähnliche Drohungen ausgesprochen wie diese. Hier, sehen Sie mal. Das ist nur der Anfang. Feuer wird vom Himmel regnen. Seuchen werden eure Körper vernichten. Und eure Seelen werden um Vergebung winseln. Wenn Kane erst richtig wütend ist! Es könnte sich um die typischen Tricks der Nord handeln. Aber es klingt so, als planten sie den Einsatz von Massenvernichtungswaffen und deshalb schicke ich sie nach Nordafrika. Wenn Nord welche hat, werden sie sie dort finden. Hoffentlich erstickt ein Präventivschlag diesen Albtraum im Keim. Oh, und Commander,
Lassen Sie niemanden davon erfahren. Das Volk ist verängstigt genug. Sandra setzt im Moment alle Puzzleteile zusammen und Sie bekommen die Details von Kersey. Das wäre alles. Commander, die Situation in Nordafrika ist immer noch instabil. Ägypten wird unser Hauptziel sein. Wie sich herausgestellt hat, ist eine Bewässerungsanlage vor Kasabat in Wirklichkeit eine Nordchemiewaffenfabrik. Offensichtlich müssen wir sie ausschalten. Im Norden ist der Hafen von Alexandria. Dort verschifft Nord seine Waffen in den Rest der Welt. Und es kommt noch viel schlimmer. Wir glauben, dass Nord im Norden Kairos Aurora-Waffen in einer unterirdischen Anlage herstellt. Das mag erklären, warum das Gebiet so gut gesichert ist. Jedenfalls ist der erste Schritt zur Säuberung dieses Sektors die Zerstörung dieser Chemiewaffenfabrik in Kasabat. Und damit wären wir in Afrika, beziehungsweise in Ägypten, um ganz genau zu sein, also Nordafrika. Wunderbar. Gut, dann, ja, jetzt haben wir jede Menge Zwischensequenzen gehabt. Ich hau das jetzt einfach noch zur Folge 5 mit rein, das passt schon. Außer wenn die Mission jetzt direkt gestartet hätte, hätte ich irgendwie einen Cut gemacht zwischendrin, um das passend zu unterteilen, aber so passt das ganz gut. Alles klar, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Mission 6 Kasabat wieder. Bis dahin, bye bye.